Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder da seid zu den maritimen Wochen Teil 2. Das ist heute Thema und zwar die Tirpitz, die 4838 in der Executive Edition. Die Neuauflage vom alten Set. Am Ende vom Video zeige ich euch auch nochmal schnell einen Vergleich zwischen der neuen Version und der alten. Ich habe nämlich auch die alte. Und ja, was auffällt an dem Karton ist... Es gibt einen Unterschied zu den alten Schiffskartons. Und zwar der hier ist auf beiden Seiten geklebt. Hier. Da ist keine Lasche mehr, die man aufziehen kann, wo man den dann aufklappt. Nein, den muss man jetzt aufschneiden. Also hier diese Klebeding da. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist Punkt 1. Punkt 2. Das Ding hat fast 1000 Teile mehr wie die alte Version. Und hier ist vielleicht auch der Grund, warum. Wir haben eine komplett gedruckte Tarnung, die ist, ich finde die super, die ist auf beiden Seiten unterschiedlich. Ich habe es eben gesehen, da die bei mir so rum im Regal steht, ist es natürlich toll. Für alle anderen ist es vielleicht ein bisschen doof oder sie müssen alle Schiffe rumdrehen, je nachdem wie geplant oder wie gedacht ist. Gut, wir haben auch sogar eine Motornachbildung, da gehe ich dann später drauf ein beim Bauen und ihr wisst, wie es bei mir läuft. Ich mache jetzt den Karton auf, zeige euch, was drin ist und dann gibt es Abschnitt für Abschnitt. Also, schnappen wir uns das Filetmesser und machen uns an den Karton. Der Karton beinhaltet dann 3 formschöne Bauanleitungen sowie 10 Bauabschnitte. Und wir gucken mal in die Anleitung rein. Ja, das passt. 3, 3, 4. Also nicht viel wie bei den anderen Schiffen anders. Bei 3000 Teilen. Wir gucken mal hinten in die Bauanleitung rein. Ja, die gibt es auch noch. Da ist eine Menge Zeug mit dabei. Und der Hauptunterschied zwischen der normalen Version und hier ist halt der Enigma-Offizier mit der Enigma und der schwarzen Plate, beziehungsweise den schwarzen Teils mit den Schiffsdaten. Finde ich persönlich schöner, weil als Sammler passt es einfach schöner ins Regal, wenn alle Plaketten schwarz sind mit Laserdruck. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Die 1 liegt schon hier. Ich fange an, zeige euch, was dabei rausgekommen ist. Und ja, dann bis gleich. Das war der erste Bauabschnitt. Wir fangen hier mit dem Rumpf an, wie das bei den Schiffen so üblich ist. Und von unten schaut das Ganze schon mal ganz gut aus. Vorne. Was mir halt auch auffällt, ist, hier sind viele Einzelsteine. Daher kommt vielleicht auch die höhere Teilezahl als zum Vorgängermodell. Denn da ist es ein bisschen anders. Und da wird weniger auf Quantität geachtet, da wird einfach mehr, also die Bautechniken sind anders und daher kommt es natürlich. Gut, wir haben hier schon mal die erste Basis für den ersten oder zweiten Geschützturm. Ich würde aber fast sagen, das dürfte der vorderste Anton-Turm sein, denn vom Punkt her, ich gehe mal maximal aus, wird das noch so lang und davon, ja, vielleicht so lang. Ja, schauen wir mal. Ja, und bisher gibt es nicht mehr zu sagen, weil man sieht viele Noppen und die wollen natürlich auch gefüllt werden. Also, let's go, wir machen mit dem zweiten Abschnitt weiter. Der zweite Abschnitt ist fertig und der Rumpf ist etwas gewachsen, zumindest in die Breite. Wir haben die ersten Prints angebracht von der Tarnung, finde ich sehr gut gelungen, auch der Übergang ist gut. Also diesmal ist es wirklich gut. Hier auch nochmal, das ist auch ein Print. Andere Seite gucken wir auch noch. Auch hier die lange Fliese da, das ist auch ein Print. Super. Das ist übrigens eine dunkelgraue Fliese, das hellgraue ist geprintet. Das ist sogar über die Kante so ein bisschen geprintet. Seht ihr das? Finde ich klasse. Sieht gut aus. Ja. Und dann bauen wir hier jetzt den Bug vorne. Der wird jetzt gebaut. Hier ist jetzt noch nichts an Printed Parts drauf. Aber das kommt bestimmt jetzt. Deswegen, wer nicht baut, der wird nicht fertig. Ich mache weiter. So, da ist auch schon der dritte Abschnitt fertig und somit auch die erste Bauanleitung. Die zweite liegt schon hier, ihr seht's. Und damit hat sich der Bug fast komplett ergeben.
Hier schön, die Prints, wie sie sich gegenseitig ergänzen, finde ich gut. Rechts gefällt mir sogar noch besser von der Ergänzung her wie links. Links sieht es immer so aus, als wäre da so ein kleiner Versatz drin. Hier geht die Schräge im Dunkelgrauen nach oben auch sehr gut gelöst. Hier finde ich diesen Absatz gar nicht mal so schlecht. Ja, und hier vorne der Bug halt. Ihr seht's. Alles sehr schön gemacht. Kobi-typisch. Was mich so ein bisschen stört, ist das Loch da unten. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte anders lösen können, aber ja. Vielleicht sollte Kobi einfach so eine Baseplate rausbringen mit zwei Löchern drinne. Also eine 1x2-Plate als Baseplate mit zwei Löchern drinne, die man da so reinmachen könnte. Eventuell kann man da was anderes machen. Man nimmt eine und bohrt sie auf und macht sie dann da rein. Weil das ist doof. Das sieht man ja später, wenn man da reinguckt. Seitlich, das sieht man ja. Weil ihr seht, mit dem Licht, man kann durchgucken. Okay, bis hierhin keine Probleme. Teile sind in Ordnung. Bei Kobi muss ich das, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. Sollte es bei Kobi was Besonderes geben, dass Teile mal nicht so gut sind, dann werde ich es erwähnen. Ansonsten brauchen wir ja nicht erwähnen. Gut, dann nächste Bauanleitung. Let's go. Abschnitt 4 zauberte uns jetzt den zweiten Teil des Schiffes etwas auf den Tisch. Und zwar den Beginn des Hecks. Das hier ist der komplette vierte Abschnitt, den ich jetzt hier in den Händen halte. Und auch wieder hier unten schön gemacht. Also ich finde das ja immer wieder erstaunlich. Vieles kann man ja auch wohl mit normalen Steinen machen, aber Kobi legt halt dann immer noch mal eine Schippe drauf und knallt dann hier noch mal eine komplette Palette an Steinen rein, die es gar nicht gibt. Also die es nur bei Kobi gibt. Und ich finde es immer wieder schön, das ist jedes Mal ein anderes Bauen pro Schiff. Ich kann es immer nur wieder sagen, bei der Yamato war es was ganz anderes, bei der Gneisenau auch. Hier ist es wieder was anderes. Und das baut sich auch komplett anders wie die erste Version der Tirpitz mit Stickern. Also die allererste, es gab ja dann noch eine zweite. Eigentlich ist das hier die dritte Version. Komme ich später noch zu sprechen. Gut. Mehr gibt es zum vierten Abschnitt nicht zu sagen. Es ist ein bisschen was gefliest. Ja, doch hier die 2x7 Fliese, die ist etwas verkratzt. Ihr seht es da. Ist schade, aber gut. Abwarten, was noch kommt. Wie gesagt, ohne weiterzumachen, wirst du auch nicht fertig. Da ist die nächste Tüte. Let's go. Halbzeit. Ihr seht, wir haben jetzt hier den hinteren Teil des Rumpfes weiter ausgebaut. Wir haben die Vorbereitung für Ruder- und Schraubenanlage geleistet. Der hintere Heckanker. Also der Heckanker, die Befestigung dafür ist da. Ich bin mal gespannt. Ja, hier wird wahrscheinlich nichts mehr drüber kommen. Ich finde das immer schade, wenn man dann hier diese Löcher hat. Das hat man ja auch bei der Yamato bei der Hauptartillerie gehabt, dass dann da diese Löcher drin waren. Es lässt sich wahrscheinlich nicht anders dann darstellen auch. Ich finde es ein bisschen doof, weil eigentlich gehören die da nicht hin. Aber gut. Und im Endeffekt, das steht bei mir dann oben auf dem Regal. Also dieser Höhe, das heißt, man sieht es dann da oben auf auch nicht mehr wirklich richtig. Okay, was gibt es zu sagen? Ja, ich hatte ein Fehlteil. Und zwar eine rote 1x2 Plate. Die habe ich jetzt hier herausgenommen aus dem da und habe die an der Stelle gesetzt, hier war es glaube ich, wo sie dann später sichtbar gewesen wäre, dass sie fehlt. Deswegen habe ich die irgendwo rausgenommen, wo sie nicht sichtbar ist. Werde ich natürlich wieder bei Kobi melden bzw. mir nachbestellen lassen oder beziehungsweise mir als Fehlteil melden. Und dann gucken wir mal. Bei den anderen hat es auch immer wunderbar geklappt, aber irgendwie, ich habe echt das Glück mit diesen Dingern. Bei der Gneisenau Limited war es so. Bei der Yamato weiß ich es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, bei der Yamato war es nicht. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Beim U-Boot war es bei der Limited Edition. Also, und jetzt bei der Tirpitz Executive auch. Gut. Halbzeit ist durch. Ich mache weiter. Da hinten liegen noch fünf Tüten, die gebaut werden wollen. Wir haben einen kompletten Rumpf nun, also von vorne bis hinten. Entschuldigung, von vorne bis hinten. Und die zweite Bauanleitung ist auch durch. Also wir sind gut, was die Hälfte angeht, zu zwei Dritteln durch. Ihr seht hier die Gesamt, also zumindest ein Großteil der Tarnung. Und hier das, was so richtig, richtig schön ist.
Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Wir haben jetzt hier, was ich cool finde, ist, man hat hier auch so ein bisschen gearbeitet, als würde man hier verschiedene Decks andeuten. Finde ich cool. Die Löcher hier im Torpedogürtel finde ich jetzt irgendwie, naja, gut, da kommt noch was drüber, aber irgendwie trotzdem umbaute Luft halt, ne? Gut, spart auch Teile. Das heißt, spart Gewicht, spart Geld. So kann man es natürlich auch sehen. Gut, ich mache weiter. Weil ich will ja auch irgendwann mal fertig werden und die zwei Schönheiten miteinander vergleichen. Der siebte Abschnitt ist auch fertig. Jetzt ist der komplette Rumpf durch, bis halt auf die Schraubenanlage unten und das vorderste Teil am Bug, den Wellenbrecher. Und bis jetzt schaut das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Also wir sehen hier wieder der Übergang auch von dem unteren Teil des Rumpfes oben auf die Aufbauten ist klasse. Und was ich euch zeigen wollte, warum das Schiff so hängt, seht ihr hier diese da? Oder ich mach's mal ab. Na, okay. Ohne das komplette Schiff zu zerlegen, ist das natürlich immer wieder eine Freude. So. Da sind solche kleinen Nüpsis dabei, die kommen in die Noppen rein. Und die nimmt man dann im Endeffekt als Support, wenn man das so aufstellt. Das ist klasse, da kann man dann auch drauf drücken, da geht nichts kaputt oder drückt sich runter. Das ist cool. Die gibt es in hellgrau und in dunkelgrau. In hellgrau sind sie jetzt zum Beispiel hier auf der Seite fest. Da ihr seht. Also passend auch zur Tarnung, nur warum der da in dunkelgrau, und ja, das stimmt auch in der Anleitung überein, und der da dunkelgrau ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, Torpedowerfer sind dran. Dann wollen wir weitermachen mit der Nummer 8. Abschnitt 8 ist auch fertig und damit jetzt das große, für mich persönliche extreme Highlight an dem ganzen Set. Wir haben hier einmal die neue deutsche Sekundärartillerie dabei. Sehr, sehr schön gemacht. Ich finde die klasse. Die sind super. Also die zwei Teile hier müsst ihr euch jetzt wegdenken. Wartet. Grob auseinander zu kriegen. So schauen die aus. Die sind relativ groß. Ich dachte, die sind ein bisschen kleiner, aber vom Maßstab her passt es. Also kann ich mich da jetzt nicht beschweren. Ach, jetzt kriege ich es natürlich nicht mit einer Hand drauf. Ist jetzt doof. Ah, jetzt. So, dann machen wir das da wieder da drauf. So. Das ist der große Teil, den ich richtig cool finde. Ich hoffe, die gibt es sehr, sehr bald bei Kobi einzeln, weil dann kann ich die nämlich bei allen anderen deutschen Schiffen nachrüsten bzw. umbauen. Auch cool, endlich in diesem Anthrazit dunkel-schwarz-grau die SKC 34 Flachs. Müssten SKC 34 sein. Richtig, richtig nice. In dunkelgrau gefallen mir die auch super, also in diesem Anthrazit. Aber mein absolutes Highlight sind die hier und ich hoffe sehr, sehr stark, dass es die am besten gleich direkt bei Gobi im Onlineshop gibt, damit man die nachkaufen kann. Damit du die bei allen anderen deutschen Schlachtschiffen nachrüsten kannst. Oder Schlachtkreuzern. Gneisenau, Scharnhorst gemeint. Namentlich. Gut, dann fehlen nur noch zwei. Mit der neuen geht's weiter. Dazugekommen sind neben diesen geilen neuen Dingen auch hier ein bisschen Aufbau. Der Schlot an sich ist dazugekommen. Ich zeig's euch nachher, was ich da eben zeigen wollte. Im Vergleich dann mit der alten Version. Ja. Sonst, hier ist was dazu gekommen, was ich auch cool finde, ist, hier wird halt viel auf diesen runden Noppen gebaut. Deswegen, ich bin, da kommt jetzt dann wahrscheinlich auch was drauf. Mal gucken. Ich baue weiter und zeige euch dann, was nach Nummer 9 passiert ist. Und dann hören wir uns auf jeden Fall mit einem kurzen Päuschen wieder. Der neunte Bauabschnitt und damit auch Hauptartillerie, Brücke und noch einiges mehr an Kleinzeug ist fertig. Hangar ist auch soweit durch. Jetzt kommt aber der Knaller. Wir haben hier zwei Teile. Das war in den Tüten drin. Das ist mir so aus der 9. Bauabschnittstüte entgegengepurzelt. Und laut Bauanleitung ist auch das hier das Richtige. Ich gehe mal stark davon aus, dass Kobi da nachgepackt hat. Und das ist die Hangartür. Ja, also die kommt dahin, wo jetzt da die vier Noppen sind. Da kommt die hin. Das ist die eckige. Die hat oben hier so eckige Ecken und die hier, die sind so ein bisschen abgerundet. Die hier wird laut Bauanleitung verbaut. Die liegt in der Tüte bei. Die hier lag jetzt bei mir so in der Tüte.
Die hier war ganz normal mit dem Bauabschnitt. Die lag so in der Bauabschnittstüte allgemein einfach lose drin. Ich nehme die hier, mache die jetzt dahin. Ganz gut. So. Rest. Hier ist etwas schwergängiger. Also die unteren Türme A und D. Was ich schon gemerkt habe, ist, na, es geht. Die stoßen jetzt nicht so extrem an. Bei mir rutschen die da so ein bisschen drüber. Eben hat er noch hier so ein bisschen angestoßen, aber mittlerweile hält das. Also es geht. Was jetzt aber auch, das zeige ich euch ja später im Vergleich, was mir jetzt schon aufgefallen ist, ist, die sind breiter wie die in den vorhergehenden Modellen. Komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, wenn ich mit der Tüte da drüben fertig bin. Das glaube ich war gerade der Pulli von meinem Sohn. Also, ich mache fertig, dann gibt es ein Review. Freut euch drauf. Und fertig ist die Tirpitz, die 4838 in der Executive Edition von Kobi. Gehen wir erstmal auf die beiliegenden Schönheiten ein. Wir haben hier einen Fernmeldeoffizier der Kriegsmarine mit der Enigma. Die Enigma an sich besteht aus wenigen Teilen, dafür aber mit richtig, richtig nicen Drucken. Und ihr könnt sie auch wie damals als Kistchen zusammenklappen. Geht auch. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ist eine nette Idee. Jetzt habe ich aber mal überlegt, so, das Ding hat 100 Teile mehr wie die normale Edition, ein bisschen mehr wie 100 sogar. Und das kann ja nicht alles gewesen sein. Jetzt ist mir aufgefallen, bei der Executive Edition ist hinten auf dem Karton was drauf, was bei der normalen nicht drauf ist. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar kann man hier diese Sektion, wenn man jetzt so dicke Waschfinger hat wie ich, komplett abnehmen. Das komplette Ding kann man abnehmen und das legt den Blick auf die drei Dampfturbinen frei, die das Schiff angetrieben haben. Sogar grob in der richtigen Richtung, wenn man jetzt hier die Verteilung sieht, zwei für die jeweils äußeren Schrauben und eine für den inneren Schraubenstrang. Ja, das ist auf jeden Fall was die Leute zum Kauf bewegen sollte, soll wahrscheinlich die alte Version der Tirpitz haben. Finde ich keine schlechte Idee. Mir gefällt das und ich hoffe, 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 dass Kobi das in Zukunft weitermacht. Die haben das bei der Iowa schon gemacht mit den Dings, mit dem herausnehmbaren Magazin beziehungsweise dem unteren Teil eines Turrets, eines Geschützes, wo die Artilleriegranaten gelagert werden im unteren Teil. Also die werden ja hier straight runter im Rumpf werden die ja gelagert, unterhalb des Geschützes, damit die relativ schnell oben in der Artillerie vorhanden sind, wenn sie denn gebraucht werden. So, was gibt es noch abschließend zu sagen? Also das Teil hier ist echt cool. Das ist so ein Ding, das kannst du rausnehmen. Finde ich an sich auch so, also das hier selber so als Set. Ja, jetzt nicht unbedingt für eine Tirpitz oder so, sondern so als Küstenbatterie oder sowas. So ein kleines Ding hier, diese Größe für, was weiß ich, 15, 20 € wäre doch schon klasse. Fände ich cool. Auch mit ein paar Prints dabei, dann sind es halt 25 €, ist ja auch nicht schlimm. Fände ich aber geil. Das da wieder reinzusetzen ist doof, deswegen mache ich das jetzt gerade nicht aus einer Hand. Ja, ich habe gesagt, ich hole die andere Tirpitz und dann machen wir da nochmal einen Vergleich, einen 1:1-Vergleich nebeneinander. Das werde ich jetzt auch machen. Deswegen gibt es jetzt einen kurzen Cut und dann stehen hier gleich zwei Schiffe auf dem Tisch. Und da stehen sie nun beide Schiffe von Kobi. Einmal die World of Warships-Version der Tirpitz und die neue aus der Historical Collection in der Executive-Version. Direkt, was als allererstes auffällt. Also was mir als allererstes aufgefallen ist, nebst den Hauptgeschützen. Wir lassen die Aufkleber jetzt mal als Merkmal weg. Der Rumpf hier ist durchgehend eine Ebene. Hier hat man versucht, diesen Bananenrumpf, den die deutschen Schlachtschiffe hatten, die sind nämlich so leicht vorne wieder hochgegangen. Also die waren so leicht schräg vorne hoch. Das hat man da versucht darzustellen und es sieht definitiv besser aus, wie einfach nur plan gerade. Ist was Schönes. Dann selbstverständlich die jetzt größer gewordene Hauptartillerie. Mir gefallen die da hinten deutlich besser wie die da. Weil die auch zu den Proportionen des Schiffs einfach besser passen. Die waren etwas klein. Und ich gehe stark davon aus, dadurch, dass die jetzt kleiner geworden sind, beziehungsweise die da in die richtige Größe gerückt wurden, könnte es durchaus sein, dass wir noch eine neue Bismarck kriegen mit
den Türmen anstatt denen, weil die sind geil. Also optisch finde ich die super geil, die sind klasse. Dann hier im vorderen Bereich hat sich kaum was geändert. Man sieht nur, dass Kobi hier neue Teile genommen hat. Diese Dreiecke, die hier verbaut wurden, die haben noch hier diese Aussparung für die Noppe. Die da haben das nicht mehr. Dann natürlich die neu gewachsene Sekundärbewaffnung. Das Feuerleitradar ist immer noch gleich gebaut. Da hat sich nicht viel geändert. Der Unterbau ist ein bisschen anders aufgebaut. Da hinten jetzt auch mit TAN-Teilen. In der alten Version ohne TAN-Teile. Hier sehen wir auch, die Brücke ist nicht bedruckt gewesen. Hier ist sie bedruckt. Auch das hat sich ein bisschen geändert. Die Flak, die hier drauf ist, ist auch hier verschwunden. Also man hat das ein bisschen bearbeitet. Ich gehe stark davon aus, dass die auch andere Epochen oder Art von Epochen darstellen. Die Flak hier unten hat sich natürlich verändert. Das ist jetzt das neue Formteil und nicht mehr diese gebauten Teile. Und der Schornstein an sich, da hat sich nicht viel geändert. Nur, dass da diese Plates dazugekommen sind. Ansonsten sieht er sehr ähnlich aus. Die Bauweise dürfte auch. Naja, ist ein bisschen anders, aber fast. Fast gleich. Einzig, was ich schöner fände, wäre, wenn das hier, dieser Aufkleber, der hier drauf ist, da drauf wäre. Das wäre toll. Dann die Beiboote. Achso, das habe ich ja ganz vergessen. Das hat sich geändert. Das ist jetzt so ein kleineres Beiboot. Auch gut, weil es gab verschiedene Größen auf den deutschen Schlachtschiffen. Da auch nicht viel geändert. Hier jetzt der Mast in Schwarz und da in Grau. Hier ist noch da das Gebaute dazu gekommen. Der hintere Teil, hier sind die Fenster noch mit angedeutet. Da sind aber Aufkleber. Da fehlen sie komplett. Hier fehlt eine Treppe, die hier dargestellt ist. Auf der neuen Version hier jetzt mit einem Transclear-Teil, einem bedruckten. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Hinten hat sich auch ein bisschen was geändert, aber so extrem viel ist das jetzt nicht. Die Bauweise hat sich geändert, es ist anders gebaut, das sieht man auch hier. Man hat hier diesen durchgehenden Schlitz, den hat man hier nicht. Hier wurde das Ganze dann nochmal mit einer Fliese verstärkt. Könnte man hier eventuell auch machen, indem man da diese 1x6 Fliese austauscht und da ein bisschen was anderes einbaut. Aber gut, es soll nicht einem Abbruch dienen. Gut, dann haben wir hier selbstverständlich die Tarnung. Die ist hier etwas ausgeprägter wie da. Das hat aber auch den Grund, weil da kann man hier hat man mit Aufklebern gearbeitet. Sind es alles Prints, die alle wunderbar aufeinander abgestimmt sind und auch schön passen. Ich finde, das ist wirklich ein schönes Schiff geworden. Und ja, dann schauen wir mal. Denn sie sind absolut gleich groß. Das ist natürlich schön. Ich zeige euch das mal von oben so ein bisschen. Ah, das mit der Anleitung ist doof, weil dann fällt das so ein bisschen auf. Die stehen jetzt nicht perfekt nebeneinander. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Das wäre jetzt ziemlich genau gleich. Und dann gehen wir mal hier so ein bisschen drüber. Und dann könnt ihr euch die Unterschiede auch so noch mal ein bisschen in Zeitlupe angucken. Zwischendrin erzähle ich euch dann auch. Ja, sie ist auch ein bisschen länger geworden, scheint so. Hier. Etwas. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt auch natürlich die Kaufempfehlung aussprechen, denn das Schiff ist wirklich eine absolute Kaufempfehlung. Also hier jetzt die Executive Edition, die ich gebaut habe, finde ich gut. Auch für Leute, die schon die alte haben, steht ja da hinten. Je nachdem, was damit passieren soll. Ich weiß es nur nicht, mal gucken. Und trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich hatte definitiv Spaß. Und sagt mir doch mal, was ihr denkt. Habt ihr die alte Version? Habt ihr sie nicht? Werdet ihr euch die neue holen? Werdet ihr euch die Executive holen? Oder werdet ihr die normale Version kaufen, ohne den Teil des Motors da innen drinne? Finde ich gut. Kobi, bitte, bitte, bitte weiter so. Klasse Idee. Ja, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Und ich verlinke euch unten, wo ihr das Set kaufen könnt. Amazon-Links, Händler, alles, was ihr wissen wollt. Ich stelle es euch unten rein. Ich stelle euch sowohl die Executive als auch die normale rein, obwohl die Executive bei dem Händler, wo ich sie gekauft habe, mittlerweile raus ist. Sie ist zwar noch drinne, aber sie ist nicht mehr vorrätig. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao.